Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Verstecken-Challenge mit dem Maximilian. Moin! Moin! Ja, wie immer, einer versteckt sich, der andere fängt. Diesmal an dem Schrottplatz. Hier mussten wir gerade noch einen Gangangriff erstmal erledigen. Wie viel Zeit? 15 Minuten, oder? Genau, 15 Minuten. Okay. Und du berühren. Okay, berühren. Okay, also packe ich mal meine Waffe weg. Okay, wow, du siehst schick aus. So, dann würde ich mal sagen, renn ich weg. Du stellst die Zeit, oder? Ja, genau. Ich starte die Zeit. Ja, und wir gucken dann immer hier so schön zu der Straße. Ja, genau. Okay. Drei, wie lange habe ich Zeit zum Wegrennen? 2, 1, go. Wie lange habe ich Zeit zum Wegrennen? 30 Sekunden. Wie immer. Gut, 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 gut. Gut zu wissen. Sag mal bitte bei der Hälfte dann Bescheid. Ja. 15. Okay. 10. Oh scheiße, das wird verdammt eng. 5. Das wird eng. 3, 2, 1. Nein. Eckstein. Boah. Alles muss versteckt sein. Hoffentlich hat das noch geklappt. Was hast du vor? Das ist eine coole Position. Bin mal gespannt. Ja, ich auch. Siehst du mich? Das verrate ich diesmal nicht. So gar nicht? Nein. Es hat mir nämlich aus, sagen wir es mal so, aus früheren Verstecken-Challenges, kam das nicht so gut. Das lief dann nicht gut. Ach so, wegen Sägewerk, ne? Ja, das zum Beispiel auch. Und vor allem, ich erinnere an die Verstecken-Challenge am Hafen. Können wir natürlich auch gerne oben in der Infobox verlinken, aber da hast du mich ja mal gefragt, ob ich dich sehe. Und dann habe ich gesagt, ja, jetzt, ja. Und dann kamst du aufs Dach. Ja, wieso denn nicht? Das war die einzig logische Erklärung dafür. Ja, ja, deshalb sage ich das jetzt nicht mehr, ob ich dich sehe oder nicht. Och, ist ja langweilig. Okay, dann habe ich dich gesehen. Ja, jetzt brauchst du nicht einfach wahllos sagen, ja, ich hab dich gesehen, ne? Aber nee, ich hab dich wirklich einmal gesehen. War ich da oben? Was, oben? Da weiß ich nicht, wo oben. Hast mich ja dann anscheinend schon gesehen, ne? Ja, aber du warst nicht oben. Aha. Aha. Oder vielleicht doch. Oder vielleicht nicht. Ja, oder vielleicht doch. Oder doch nicht. Okay, reicht. Ja. Definitiv. So, noch 12 Minuten. Boah, vielleicht sollten wir in der nächsten Runde die Zeit begrenzen. Also ich persönlich, ne? Ich stehe hier jetzt rum, ne? Aber noch im Gebiet, ne? Ja, natürlich. So blöd bin ich auch nicht. Oh, das weiß ich nicht. Ey, der war gemein. Was denn? Ich kann's ja nicht wissen, weil ich dich ja nicht sehe. Tja. Sollen wir noch einbauen, dass man vielleicht, wenn der Sucher sagt, mach mal Piep, oder mach mal ein Geräusch, dass man dann einmal irgendwie schießt oder sowas? Aber das würde ich dann begrenzen, dass man in der Zeit irgendwie maximal zweimal oder so Piep machen darf. Ja. Würde dann müssen wir uns aussuchen, mit was? Dass er jedes Mal das gleiche hat. Wollen wir sonst immer sagen, mit einer Schrotflinte? Ich würde sagen, das ist jedem selbst überlassen. Okay. Wenn du den Granatwerfer nimmst, ist er dann dein Problem oder irgendwas anderes? Ja. Aber ich habe ehrlich gesagt noch keinen blassen Schimmer, wo du steckst. Das ist irgendwie... Das ist gut für mich. Okay, wollen wir dann sagen, dass jeder zweimal Mäuschen mach mal Piep sagen darf? Ja, können wir gerne machen. Okay. Mann, 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 Mann. Ja. Ich liebe so Verstecken-Challenges.
Ja, ich auch, aber ich finde das als Sucher ist das schon Spannender als Verstecker. ja, aber Verstecken macht mir, finde ich, mehr Spaß. Weil wenn ich suchen muss, dann muss ich durchgehend aufpassen und ich muss hier praktisch zwei Rollen gleichzeitig nehmen. Ich muss einmal den Verstecker und einmal den Sucher machen, weil ich muss mich einmal da hineinversetzen, wo sich der Verstecker verstecken könnte. Und auf der anderen Seite muss ich ja noch suchen. Also, Alter. Aber das macht das Ganze lustiger. Ja, auf jeden Fall. Das ist ja der Witz an der Sache. Ich bin da tatsächlich mal gespannt, wo du dich dann gleich verstecken wirst. Genau hier. Ich überlege schon die ganze Zeit, wo jetzt noch so Verstecke sein könnten. Okay, mach mal Piep. Ich mach mal Piep, okay. Schon gemacht? Achso, okay, dann hast du denn. Naja, gut, eigentlich habe ich ihn jetzt gerade gemacht. Ja, okay. Okay, das Nein, Tony, jetzt nicht. Bin beschäftigt. Danke. stehst in der Landschaft rum? Bitte? Stehst du in der Landschaft rum oder? Naja, wenn du einen Schrottplatz als Landschaft bezeichnest. Ja, doch. Dann stehe ich in der Landschaft rum. Nein, ich möchte mir keinen Nachtclub kaufen. Noch 9 Minuten. Ja. Bin gespannt, ob du es schaffst. Ich muss tatsächlich sagen, irgendwie findest du diesen Schrottplatz groß als Verstecken-Challenge quasi oder eher klein? Wie gesagt, es kommt drauf an. Momentan würde ich noch Das sind die sagen, er besten ist Aussagen. groß. Es kommt drauf an. Bist du groß oder klein? Es kommt drauf an. Hast du Hunger oder nicht? Es kommt drauf an. Nein, ich meine. Ja, es ist. Kann ich nicht sagen, weil man müsste jetzt Ich schaue wirklich mir das gleich selbst an. ein paar mehr Versuche machen. Ich kann nicht direkt beim ersten Versuch sagen, ja, ist groß. Ich meine, klar, aber beim ersten Mal ist es jetzt mega groß, weil ich absolut keine Ahnung habe, wo du bist, was es für Verstecke gibt, wo man sich gut verstecken kann. Ja. Dann noch die Frage, wenn man sich abklatschen muss, oder fangen muss in dem Sinne. Wo kann man sich dann gut verstecken, beziehungsweise wie kann man schnell abhauen? Das ist ja auch nochmal wichtig. Muss ja nicht unbedingt immer sein, dass man 3 Jahre an dem gleichen Ort chillt und nichts von der Welt sieht. Das wäre ja auch langweilig. Ja, schon. Oh mein Gott. Ja. Nicht? Hast du nicht gehört? Dass sich einer gerade verraten. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Eieiei. Bin mal gespannt. Also ich muss schon sagen, hier gibt es echt gute Spots, aber. Ich würde tatsächlich jetzt gerne, ne, jetzt tatsächlich gerne sehen, wo du immer rumläufst. So einfach, um was Entspannteres zu sehen. Spannenderes, meinte ich. Upsi. So. Wir können ja uns darüber unterhalten, wo kann man noch Verstecken-Challenges machen? Einem Containerschiff Das ist ginge eine gute noch. Idee, ja. Und wir hatten, glaube ich, aus den Kommentaren hatten wir noch einen Vorschlag bekommen, ne? Ja, einige, ne? Einige, okay. Also, Irgendein Beach, glaube ich, ne? ja, Vespucci Beach. Okay, da kenne ich mich tatsächlich nicht so aus. Ehrlich gesagt, kann ich nicht mal sagen, wo der liegt. Das werden wir schon finden. Das werden wir schon finden. Ja, glaube ich auch, aber. Oder irgendein schlauer Fuchs schreibt es unten in die Kommentare. Ja, das wäre natürlich die beste Variante. Boah, wo bist du, ey? Das ist ja.
echt unfassbar hier, also kein blassen Schimmer, wo du bist. Nein! 6 Minuten klar. 3, oh mein Gott! Ja, die Zeit wird natürlich wieder oben eingeblendet. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich zur nächsten Runde, wenn ich dich fangen muss, ne? Ja, genau, bis gleich. Und da sind wir wieder zurück. Diesmal jetzt bin ich dran mit Verstecken. Gemini schaut sich um. Die Straße an. Genau. Warte. Soll ich den Timer wieder machen? Ja, mach du mal den Timer wieder. Alles klar. 3, 2, 1, go. Du musst mir dann aber bei 30 Sekunden sagen, wenn ich darf, ne? Ja, ja, ist mir schon klar, ne? Ja, wer weiß. Aber ich hoffe... Ich hoffe, ich finde dich gleich schneller. Ich hoffe es einfach. Ich kenne den Schrottplatz halt gar nicht, ne? Ja. Das ist der Nachteil. Noch 4 Sekunden. 3, 2, 1. Darf ich? Ja, du darfst. FBI, wo sind sie? So. Schauen wir hier doch mal ganz entspannt wieder nach. Nee. Schön wär's. Oh. Was? Oh. Kommt man hier lang? Nee. Interessant. Alter, der Schrottplatz ist ja richtig groß, ey. Ja klar, hab ich doch gesagt. Hm. Nicht davon aus, ich gehe nicht davon aus, dass du dumm bist. Schade. Aber wir können ja mal gucken, ob wir einen Vorteil nutzen können. Oh, der geht ja hier auch noch weiter. Uh-oh. Was hast du denn jetzt? Nix, nix. Alles gut. Muss man nur eine neue Position suchen. Die ist, ja. Ich glaube, du verarschst mich. Wieso das denn? Du standst bei mir fast vor der Matte, also... Hä, ich kann gar nicht. Ja, doch, klar. Nein! Doch! Okay, wir müssen für die Zuschauer da auf jeden Fall in deine Aufnahme gucken. Ich glaube dir nämlich nicht, dass das stimmt. Wer weiß? Wer weiß? Also ich kann dir nur sagen, das war auf meiner Sicht wirklich sehr knapp. Du bist komplett in meine Richtung gerannt und dann rechts vorbei. Also, boah. Hä, das heißt, du warst hier. Warst du hier unten vielleicht? Nee, hier kommt man nicht rein. What the fuck? Sag mal Bescheid, wenn du einen Piep möchtest. Ja, das mache ich dann schon. Oh, alles klar. Okay, da kommt man nicht lang. 12 Minuten übrigens. Ja, ja, danke. Geh mal da hoch. Bist du ja auch hier drüben, ne? Wo ist denn bei dir drüben? Hier. Ach, da? Ja, hier. Sag ich doch, hier drüben. Also ja, dann ist alles klar. Ja. Also da drüben bin ich nicht, ich bin nur hier drüben. Ach, das ist jetzt aber doof. Ja. Okay, hier geht's schon mal nicht weiter, aber... Schön wär's. Das ist ein gutes Versteck eigentlich. Kann mal gucken, ob man das irgendwie in der nächsten Runde verwenden kann. Wäre auf jeden Fall interessant. So.
Okay, Mäuschen, mach mal bitte Piep. Kommt. Alter, ist da gerade ein Auto explodiert oder was du das? Du wolltest ein Piep. Ja. Schon klar, also was du das, okay. Hi. What service are you looking for? Scheiße, ich dachte, ich hab dich. Das wäre so ein episches Versteck gewesen hier. I'll be keeping my eye on you. Goodbye. Na, geh fort. Ach, da vorne meinst du? Ja, das stimmt. Jetzt verarschst du mich aber. Finde es raus. Das versuche ich ja gerade. Was willst du denn da oben machen? Ich glaube dir nicht, dass du mich siehst. Naja, du stehst halt auf dem Dach. Was erwartest du? Tue ich gar nicht. Ich laufe unten rum. Ja, jetzt. Aber komisch, dass ich dich immer noch auf dem Dach sehe. Also, so ganz kann das ja dann nicht mehr der Wahrheit entsprechen. Du siehst mich jetzt immer noch. Ja. Jetzt. Ja. Wie viele Minuten habe ich noch? Jetzt noch 9 Minuten 40 Sekunden. Und das Gute ist ja, wenn du mich wirklich siehst, musst du mich ja noch abklatschen, beziehungsweise schlagen einmal. Siehst du mich gerade? Na, jetzt bist du gerade aus meinem Sichtfeld rausgegangen. Und jetzt? Bist du wieder drin? Du lügst. Bitte? Ich doch Du nicht. lügst. Never. Never hast du mich gerade. Du konntest mich gerade nur aus zwei Positionen sehen und die habe ich abgeklappert. Da warst du nicht. Ja, kann Scheiße. sein. Vielleicht bin ich in der Ich habe dritten sie am Anfang halt echt Perspektive. geglaubt. Na, da würde ich an deiner So. Stelle nicht genau nachschauen. Ich bin hier komplett verloren. Ich weiß nicht, wo ich langlaufe. Hilfe. Oh, hier ist Blut. Bin ich hier runtergeklatscht? Wie viele Minuten habe ich noch? Jetzt noch 8 Minuten 18. Boah. Ich weiß nicht, ob ich mein Piep schon nochmal einsetzen soll. Nee, lass mal. Ja, sehe ich auch so. Kannst ja machen, wenn es noch 4 Minuten sind oder so. Ja, am besten bei 10 Sekunden, ne? Ja, dann ist es am besten. Hier hinten könnte es natürlich auch sein, ne? Hey! Ich habe dein erstes Piep doch da vorne gehört, aber da gab es keinen Platz mehr. Digga, geht's hier noch weiter? Oh fuck. Na, Halleluja. Wie viele Minuten habe ich jetzt noch? 7:21. Scheiße. Okay, taktisch klug. Wenn ich jetzt gleich Piep sage, dann müsste ich mich irgendwo zentral hinstellen. Gehört dieser Roger Salvage and Scrap auch noch dazu zu dem Schrottplatz? Es geht ja eigentlich hier weiter. Alles, was grob eingezäunt ist, würde ich sagen. Ich weiß nicht, ob das grob eingezäunt ist, das kann ich gerade nicht sagen. Aber hier geht es mit dem Schrottplatz auch noch weiter. Dann ja. Okay, Moment. Zeitansage. 6 Minuten 42. Danke. Müsste ich ja eigentlich, hier müsste ich doch wieder zurückkommen, oder? Ich habe mich jetzt hier gerade komplett verlaufen. Ich wollte eigentlich an einen Platz zurück. Du kannst einen anderen Spieler über das Interaktionsmenü zu einem spontanen Rennen herausfordern. Das kommt doch immer nur, wenn irgendwer in der Nähe ist. Wait. What? Wait, wait, wait.
have an idea. Oh, wow! Ja, schön auf die Schnauze geflogen. Perfekt. Okay. Mäuschen, mach mal bitte Piep. Ich möchte gerade nicht. Das ist jetzt die Frage. Eigentlich müsstest du ja Piep machen. Hä? Hier war ich doch vorhin. Geil. Hä? Platsch. Hä? Nee. Muss ja hier irgendwo gewesen sein. Oder noch ein Stück weiter. Ist ja ein bisschen dumm, hätte er mein Versteck jetzt eben nochmal verwendet. Alter. Scheiße. Aber nee, ich will gerade nicht Piep machen. So, mein Lieber. Jetzt habe ich aber alle verbraucht. Ich weiß. Leider nicht gut für dich. Oh, lol. Ich weiß. Och, Mann. Kacke. Mann, geh doch hier hoch. Scheiße. Hoch. Oh, leck mich. Wie lange habe ich noch? 4 Minuten 20. Warte, warst du vielleicht hier? Oh, nee, aber irgendwie ein cooles Versteck. Es bringt ja nichts, wenn ich jetzt die ganzen Verstecke finde. Naja doch, hast du einen Vorteil fürs nächste Mal. Ja, aber... Digga. Ich war hier, aber hier habe ich doch alles abgesucht. Vielleicht nicht gründlich genug. Doch, natürlich. Nein, anscheinend ja nicht. Ich stand da drauf und hier hinten war irgendwo der Piep. Also Piep ist gut, das war ja mehr so ein Bumm, ne? Aber alles klar. Ja, aber das Bumm ist ja das Piep. Also ich habe hier einen ganz tollen Blick auf so einen Stapel. Holzkisten. 95 Kilo. Ein 1978er Karton. Go Postal. Übrigens noch 3 Minuten. Ja, dann bist du in der Holzkiste. Digga! Hier stehen so viele Holzkisten rum, Alter. Moment mal. So, gucken wir mal hier hinten. Auf eine wunderschöne Holzkiste, ja, aber wo stehen hier denn sonst noch Holzkisten? What the hell? 2 Minuten 30. Ja, danke. Bitte. Also ja, wirklich danke, aber mach mir noch unnötig Stress. Jetzt noch 2 Minuten 17. Ja. Du mich auch. Hä, bist du wieder weggerannt? War nicht verboten. Nee, aber nach dem Piep. Hast du die ganze Zeit an einem Platz? Also bis zu dem Piep war ich an einem Platz. Danach habe ich kurzerhand das Versteck gewechselt, aber danach war ich auch wieder sehr lange an einem Ort, ja. Scheiße. Ich suche mich da dumm und dusselig, ey. Fuck. Aber das gibt ja schon so eine coole Pose. Weißt du was, ich bin nett, ich geb dir nochmal einen Piep. Ja. Wie lange habe ich noch? Jetzt noch 1,30. Ja. Das ist doch schon wieder eingezäunt, Alter. Digga, wo? Moment. Hier ist noch eine Holzkiste. Alter. Ey, wenn du das in der Aufnahme siehst, ne?
Warte, wo würde ich nicht hingucken? Eine Minute noch. Aber da ist ja schon wieder... LOL! Wie? Hä? Ich dachte, das ist... Ah nee, aber Moment, hier geht's ja noch weiter. Hier ist noch Schrottplatz. Das ist alles Schrottplatz. 40 Sekunden. Oh, scheiße, Alter. Ich glaube, das schaffe ich nicht. Sekunden. Ja. Nein. Boah. Nein. Nein. Komm. Nein, nein, steh auf, steh auf, steh auf. Steh auf, go. Renn. Los, hau ab. 10 Sekunden noch. 5. Ey, nicht schießen. Ey, ich hab dich da gar nicht getroffen. Eigentlich war der Plan, ich schieße dir einmal ins Bein und du fällst kurz um. Mann! Oh, das Klappe. Ist echt, ne? Wo bist du jetzt gerade hingerannt? Ich habe den Sichtkontakt verloren. Hä? Was? Ah, da! Lol. Oh, nicht schlecht, hast du gut gemacht. Ich würde sagen, du hast die Challenge gewonnen. Mal wieder. Eieiei, also wirklich, auch wenn es noch 10 Sekunden waren, das war echt knappe Tüte. Das war wenigstens ein bisschen intens, wa? Ja. Aber dann würde ich sagen, wie immer, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann in der nächsten Challenge wieder. Lasst gerne ein Däumchen und ein Abo nach oben da. Däumchen nach oben und ein Abo, so rum. Und dann, tschüss. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Yeah.